Ich bin immer ganz oft gefragt worden, warum, Margret, machst du das? Warum machst du Solo-Theaterabende? Warum liest du nicht einfach nur? Ich konnte diese Frage leider nie beantworten, warum ich ausgerechnet auf Bettina von Arnim oder Maria Stuart oder die preußische Königin Luise oder Heine oder sonst wie Wedekind wäre noch zu nennen, ganz selten gefordert, gekommen bin. Ich muss dazu sagen, ich wollte immer gerne den jeweiligen Figuren, die ich mir da erwählt habe, ganz, ganz nahe kommen. Das war die einzige Antwort, die ich geben konnte. Und deswegen habe ich mich immer auf ganz authentisches Material gestürzt, also auf Briefe, auf Tagebuchaufzeichnungen. Das war die Antwort, die ich geben konnte. Was ich jetzt gerne ankündigen möchte, ist ein Hörbuch. Sie wissen ja alle, Corona kam dazwischen und mein letztes Projekt war etwas ganz Besonderes. Ich machte mal keinen Soloabend, sondern ich tat mich mit einer Russin zusammen, die in Berlin lebt und arbeitet. Und wir haben uns ein sehr heikles Thema ausgesucht. Wir haben uns den Aufstieg und den Fall der russischen Zarenfamilie ausgesucht. Wussten gar nicht, dass das heute noch sehr, sehr, sehr politisch ist. Und was da auf uns zukommt, das haben wir dann erst während der Arbeit gemerkt. Und so hörte ich immer diese wunderbare Stimme von Anna Smirnova während der Proben. Wir haben diese Aufführung leider nur einmal durchführen können aufgrund von Corona. Aufstieg und Fall der russischen Zarenfamilie, was geschah wirklich? Aber wir hoffen, dass das natürlich nachgeholt werden kann, alles im nächsten Jahr. Und während der Proben hörte ich immer diese zarte, mit einem Akzent behaftete Stimme von Anna Smirnova und habe immer gesagt, warum spricht Anna nicht eigentlich die Regentode? Das hört sich an wie die Regentode von Theodor Storm. Und so bin ich auf die Idee gekommen, mich mit diesem Thema zu befassen und habe gesagt, ich muss mir jetzt den Text angucken von Theodor Storm, ein bisschen verstaubt, und muss es dramatisieren, möchte es gerne zu einem Hörbuch umschreiben. Habe gesehen, dass die Regentode eigentlich nur einen einzigen Satz in der ganzen Erzählung hat, in diesem Kunstmärchen, nämlich, die Menschen haben mich vergessen und deshalb bin ich eingeschlafen. Und ich fokussiere mich auf diesen wirklich aktuellen Bezug dieses Kunstmärchens, nämlich, dass wir wahrscheinlich unsere emotionale Bindung zur Natur völlig vergessen haben. Und deswegen wird die Regentode das sagen. Wann das Hörbuch fertig sein wird, kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Es werden sehr viele beteiligt sein. Es wird eine Illustratorin herbeigerufen werden. Es werden natürlich sehr viele Geräusche sein. Aber da wir auch nicht wissen, wann Corona zu Ende ist, hoffe ich, dass es im nächsten Jahr, im Januar spätestens, so weit sein wird, dass dieses Hörbuch auf den Markt kommen kann.